So, willkommen Leute zu einer neuen Folge vom Zoo 2 Animal Park. Und ich glaub's nicht, ich hab's endlich mal geschafft, diese braunen Koalas zu züchten. 1,5 Jahre züchte ich die Viecher schon. Und jetzt hat's endlich mal geklappt. Boah, bin ich froh, dass ich die Teile endlich mal habe. Puh, da sehen wir uns bald im Spiel. Ich habe noch eine kleine Info aus Discord. Will ich euch nicht vorenthalten. Ich hoffe, dass die Leute im Discord keine oder nichts dagegen haben, dass ich das hier veröffentliche. Es geht um die weiße Mandarinente. So, und da hat nämlich Toni007 mal was ausprobiert oder besser gesagt zufällig mal auf das I-Symbol drauf gedrückt und dabei ist ihm diese Anzeige erschienen. Wollte gerade die Mandarinente in die Zucht schicken, da war ein blaues I, habe drauf geklickt und folgende Fenster erschien mir eine weiße Variante. Wann gibt es die wohl oder kann man die jetzt während dieser Zuchtwoche bekommen? Ja, leider ist die weiße Mandarinente noch nicht freigeschaltet. Und da hat Happy Marvin geschrieben: Hi, die weiße Mandarinente wird über eine neue Sammlung im Sammelalbum erhältlich sein. Also wird die wahrscheinlich irgendwann mal im Sammelalbum auftauchen. In welchem Bereich? Ein Stern, zwei Sterne oder drei Sterne? Ist noch nicht bekannt. Also, es gibt auf jeden Fall noch ein bisschen Infos. So, wir gehen dann gleich ins Spiel noch rein, setzen mal die braunen Koalas rein und dann schauen wir weiter. So, und da sind wir auch schon im Spiel. Wie ihr seht, ich brauche nicht mehr viel bis 12.000 Schneeflocken. Und dann werde ich irgendwann mal dann die Japan-Makaken dann reinsetzen. Es sind ja noch ein Tag und 21 Stunden, also werde ich das wahrscheinlich morgen machen und dann setze ich mal die braunen Koalas noch mit rein. Die waren ja irgendwo habe ich die hier gezüchtet gehabt. So, dann setzen wir die hier raus, die normalen, und dann setzen wir die zwei Level 3er braunen endlich mal rein. Tada! Endlich habe ich diese Viecher gezüchtet gehabt. Jawohl. Ich habe die Bewegung der Tiere hier abgeschaltet. So, was ich noch sagen wollte, ich habe noch eine Menge Platz in meiner Freundesliste. 1,6 Plätze habe ich noch Platz. Lucky möchte dein Freund sein. Ja, nehmen wir mal an. Und dann besuchen wir den mal gleich. Mal schauen, wie sein Zoo so ausschaut. Hier ist meine ID auf jeden Fall, wenn ich da anschreiben möchte. Meine Freundschaftsliste kann ich ruhig anschreiben. Ich helfe auf jeden Fall jeden Tag. So, Standard. Boah. Ein ganz schön großer Löwengehege. Ein kleiner Panda. Hat er hier die Eule drin? Bisons. Kleiner netter Zoo. Hier hat er die Winter-Event-Sachen. Noch ein paar Dekos. Auf jeden Fall die Lucky hat auf jeden Fall die Gehege etwas größer gemacht. Und er hat auch mehrere Ziegen Gehege. Hier hat er auch Bäume und so angestellt. Er möchte hier irgendwas versuchen zu machen. Weiße Wölfe hier, Polarwölfe hat er schon. Hier sind noch ein paar leere Gehege. Schön, schön, schön.
So, zurück zu mir. Also wie gesagt, wenn ihr Lust habt, in meine Freundesliste zu kommen, ich habe noch 6 Plätze frei. Dann öffnen wir mal die Freundschaftstruhe. Na gut, ein blaues Teil wenigstens. Belohnung abholen. In den Kisten hat sich bis jetzt noch nichts getan. So, in 2 Tagen ist ja der Weihnachtsevent sozusagen schon fast vorbei. Da werden wir wahrscheinlich neue Sammeltiere dann bekommen. Neue Bonustiere. Auch, denke ich, neue VIP-Tiere. Stehen hier einige zur Auswahl. Mal schauen, welche zuerst kommen. Entweder die für den Hauptzoo oder fürs Terrarium. Auch die Münzen einsammeln. Viel ist bei mir auch nicht passiert in dieser hier Zuchtwoche. Das sind bis jetzt die einzigen Tiere, was ich jetzt überhaupt gezüchtet bekommen habe. Diese braunen Koalas und das war's. Alles andere ist fehlgeschlagen. Ist schon traurig. Aber was will man machen? So sind die Zuchtschancen in dem Spiel. Man könnte die echt mal langsam so ein bisschen hochdrehen. Besonders bei den Tieren, die so höheres Level haben, dass die auch da mal eine höhere Zuchtchance mal haben. Sind ja nicht schließlich nicht umsonst hier Level 20er Tiere und so. Tja. Achso, ich wünsche euch noch hier einen schönen 4. Advent und genießt die Weihnachtszeittage. Es ist ja nicht mehr lange bis zum Silvester. Bin mal gespannt, wie der ablaufen wird. Die Böllerei der Feuerwerkskörper, das ist ja dieses Jahr komplett verboten. Aber so wie ich denke, werden sich da sowieso die Bevölkerung nicht dran halten und es wird geböllert. So, das war's dann, denke ich, für die kurze Folge. Ich wünsche euch noch einen schönen Sonntag. Genießt den 4. Advent und auf Wiedersehen. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.